Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Highways. Ja, so, ich klicke mal Escape kurz wieder weg. Oh mein Gott, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ich hab jetzt länger nicht mehr gespielt. Ja, ich muss mal wieder überlegen. Also, wir müssen hier noch ein mittelgroßes Zubehörgeschäft bauen. Ja, die Frage ist, was ist ein Zubehörgeschäft? Genau, das ist unser Problem. Wir wissen nicht, was ein Zubehörgeschäft ist. I don't know. Bekleidungsgeschäft ist nicht Zubehörgeschäft, würde ich nicht sagen. Was zählt denn als Zubehör? Das ist die Frage. Was ist ein Zubehör? Ist das ein... Wahrscheinlich so wie Koffer. Das ist Fußbekleidung, also Bekleidung, Elektronik, Computer. Für gekleidete Bewohner und Büroangestellte. Küchenzubehör, der verkauft da Küchenzubehör, aber das wollen wir natürlich auch nicht. Käse, der verkauft Käse und der verkauft Süßigkeiten. Also ich habe keine Ahnung, was ein Zubehörgeschäft ist. Egal. Luxus-Einzimmer-Apartments müssen wir ja auch noch machen. Das sind, glaube ich, eh die, oder? Luxus-Einzimmer-Apartment müssen wir noch 10 machen. Warum haben wir hier keine? So, ich habe hier oben schon geplant für die anderen. Die großen hier. Allerdings kann ich die noch nicht machen, weil mir fehlt eine U-Bahn-Station und... größere Auswahl an Geschäften. Also U-Bahn-Station, daran bin ich ja gerade zu arbeiten. Bin ich ja sogar schon fertig. Sehr schön. Die bauen wir einfach mal dort jetzt auch schon hin. Transit. So, kann ja nicht mehr abgerissen werden. Deshalb... Guck mal, wir besuchen ihr Gebäude. Bitteschön, wir haben auf jeden Fall mal schon eine U-Bahn-Station, die ist ganz unten. Weil, naja, sollte ich die mal doch abreißen. Natürlich blöd, hä? Ja, oh Gott, ich habe 7 Dinger auf einmal. 7 Ding. Was kann ich jetzt neu machen? Lager? Platziert hier eine Besenkammer? Nein. Oder habe ich schon eine Besenkammer? Was, Essen? Ein großes Restaurant kann ich... Oh Gott. Großes Restaurant kann ich machen. Aber wir haben Besucher. 30 Besucher schon. Oh je. Das geht ganz schön schnell. Ein großes Restaurant kann ich machen. Ist das bitte so groß? Ja. Ja, danke Spiel. Mich regt ja immer auf, dass das eine ist so groß, das andere ist so groß und so. Das regt mich immer auf. Und jetzt endlich. Passt genau rein. Was machen wir? Sportpaar. Italienisches Restaurant. Familienrestaurant. Buffet-Restaurant. Mittag und Abendessen. Familienrestaurant. Ein Mexikaner, das wäre schon ganz schön schön, oder? Ja, die bieten gleich das gleiche Geld, deshalb. Mexikaner und hat eine Bar, naja. Obwohl älter und er braucht auch noch Gas und so. Darum kümmere ich mich jetzt. Strom kriegt er mal. Bitteschön, Telefon will er nicht, aber Wasser will er. Also Wasser kriegt er auch und Gas kriegt er natürlich auch. Bitteschön. Okay. Hier steht nur noch ein Büro frei. Warum? Was haben wir? Warum ist hier ein Büro frei? Guck mal, Finanzbüro. Kann man hier noch irgendwie hinsetzen? Ja, komm, da gehen wir mal Strom- und Telefonanschluss. Schauen wir mal, ob wir das haben. Ja, das haben wir. Bitteschön. Oh Gott, da gehen Leute hin. Ja, da boomt so richtig. So, ich muss mal schauen, ob ich hier den Kredit noch offen? Nein, habe ich nicht. Okay, 47 Besucher schon. Oje, die U-Bahn-Station ist beliebt. Die U-Bahn-Station ist sehr beliebt. Okay. Ein Luxus-Einzimmer-Apartment. Sind das die Einzimmer-Apartments? Ja. Ich könnte ja daraus dann ein Luxus-Einzimmer-Apartment machen. Wäre so meine Idee. Das werde ich dann... Die Luxus kommen eben... dahin, würde ich so sagen. Und ich reiß vielleicht noch ein paar noch da unten ab. Aber allerdings sind da schon welche drinnen. Das ist blöd, dass da hier schon welche drinnen sind. Die kann ich nämlich nicht ausziehen. Das ausziehen lassen, deshalb muss ich überlegen. Ein Zimmer Apartment. 10 gehen sich dann nie aus, deshalb, das ist echt blöd.
So. Aber 10 geht sich dann nie aus. So viel Platz habe ich nicht hier. 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich das mache, dann geht sich's aus. So, dann machen wir. Gut, ich mache das mal so. Moment, dann nehmen wir mal kurz Abfall. Kommt dahin. Recycling kommt dahin. Stromkästen kommen dahin. Und dieses Wassergas kommt dahin. So. Wie sieht es eigentlich mit der Abfallwirtschaft aus? Wo sind die überhaupt? Ja, da mal renovieren. 12%, 37%. Okay, das ist okay. Vom Strom her passt's. Vom Wasser her geht gerade noch. Telefon geht auch. Gas geht auch. Haben wir es vergessen? Ich glaube nicht. Okay. So, die da oben bauen schon mal. Dann schaue ich mal hier, was brauchen eigentlich diese Luxus? Waschsalon und Reinigungsservice. Die ganz feinen Herren, okay. Waschsalon und Reinigungsservice, das kriegen sie natürlich. Baue ich ein bisschen hier oben hin. So, dann baue ich auch noch. Ist das überhaupt angeschlossen? Waschsalon und Reinigungsservice, natürlich. Die feinen Herren, obwohl das lasse ich lieber noch. So. Und ja. So, dann machen die mal was. Ein bisschen was so. Genau, hier kann ich schon den zweiten hinstellen, dann hätte ich nämlich 10. Ein Zimmer-Apartment. So, dann habe ich hier schon Luxus ein paar. So, wie gut ist der Mexikaner besucht? Der ist, da sind Leute drinnen, das ist schön. Ein Aufzug in der Nähe haben ist Vorteil. Ja, direkt nebenan ist ein Aufzug, ja. Ja, das passt schon so. Okay, was wollte ich hier? Genau, ein Waschsalon. Ein Waschsalon. So. Oh, der ist ja klein. Naja, ich hätte mir den größer vorgestellt. Normalerweise ist immer alles ganz groß. Na, dann packen wir den dahin. Weil normalerweise sind immer alles extrem groß. Und ein Reinigungsservice. Naja, das ist die Größe, die ich erwarte. Ja. Das ist ein bisschen größer. So. Reinigungsservice. Was kann man da noch machen? Wenn wir schon was haben. Vor Ort und Einsatz nicht. Vor Ort keine Nachfrage. Hunde ausführt. Hunde. Naja. Personal Training Service, also was da alles gibt. Wir Service, Ford Einsatz, das brauchen wir noch nicht. Weil. Achso. Mhm. Kaufst du Tomaten? Bringt der mir überhaupt etwas eigentlich? Oder sind die eher so, naja. Ich pack den gerne mal dahin, aber ich weiß nicht, ob der sich über das bringt. Wo ist denn? Wir haben ja schon einen Verkaufsautomat. Irgendwo haben wir einen. Da, oh, da steht sogar einer. Hallo. Kauft eh schon brav ein. Geld ist wichtig. Geld macht glücklich. So. Was ist da los? Was braucht ihr? Gasanschluss. Ja, Moment mal. Moment mal, da bitteschön, Gas hier, Gas dort. Ihr needet Wasser. Komm, machen wir es so. Und noch, Telefon. Das ist eine Reinigung. Ach so, klar. Dann kann man anrufen, wenn man Reinigung will. Ja. Schon schlau gemacht, ja. Bitteschön. Ihr habt Strom, ihr habt einen Waschsalon und ihr solltet glücklich sein. 400 Fernseher. Gas, Wasser, Kabel und Strom. Also mit Strom muss ich mal schauen. Strom, das muss ich erst jetzt setzen. Strom. Ich höre, ich komme, dass der teurer wird, oder? Telefon wollten die auch, oder?
Wollen Sie auch Telefon? Nein, eigentlich schon, oder? Das erwarten Sie eigentlich schon, oder? Kein Telefonanschluss. Ich verstehe die Leute nicht. Aber eher so Büros und so brauchen, das verstehe ich auch doch irgendwie so. Also, Fernseher, Gas und Wasser. They need Wasser. Schau mal, wie viel kostet das? 13? 13. Okay, es wird immer billiger. Also es bleibt den Klasse. Oh ja, hier 14. 14, okay, es wird doch ein bisschen immer teurer. Okay. Es kostet schon 17. 17. Oder je mehr ich platziert habe. 16, na okay, das hängt von der Höhe ab. Okay. Bitte schön, die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Ja, so, nein, weg, 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 so. Dann kriegen sie ein Luxus-Einzimmer-Apartment für 425 Dollar. Mist, ich habe jetzt nicht auf die Einnahmen geschaut. Aber plus 70 pro Tag, das ist immer schön. Das Ziel ist das Ziel. Gut. Habe ich gerade das Archiv. Als Errungenschaft, nennen wir es mal in Deutsch, bekommen. So, Luxus-Einzimmer-Apartment, soll ich machen, oder? 10, ja, ja, bitteschön. Okay, zack, 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 wo ist die Kohle? Ich habe 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, mal 2 sind 10, genau. So, Waschsalon und so, alles habe ich, wunderbar. Die arbeiten hier schön und richten schon mal die Gebäude hier ein. Zubehörgeschäft, weiß ich noch immer nicht, was das ist. So, ich könnte, ich sollte mehr mit den Tamtams arbeiten. Weil, naja, damit kriege ich echt ordentliches und nicht viel billiger, wenn ich mehr mit Tamtams arbeiten würde. Hier zum Beispiel Baukosten für Telefon, glückliche Büromenschen, Fußgängerverkehr, 15% aus der Stadt, schlechtes Wetter, steckt keine Besucher mehr ab. Ja, mehr Besucher, ja. Umsatz wäre natürlich auch gut. Wartungskosten sind ja billiger, Exklusivkosten. So, wir gehen so klein mit ein paar Arbeiter und senken Kosten, naja. Gaskabelanschluss, minus 50. Ja, machen wir mal eine Mediakampagne für den Ding. Wieder 35, kann damit nicht so ausgeben? Nein, noch nicht, geht nicht, gut. 60, okay. 60, so. Was ist da los? Kabel habe ich doch, oder? Habe ich doch nicht? Habe ich vergessen. Sorry. Bitteschön. Seid happy. You can be happy. So wie es Gasanlagen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das Gas jetzt irgendwie ausgeht. Kümmern wir mich schon drum. Gas hier. Gas da. Bis 30. So. Halt mal schon. So. Dann haben wir wenigstens vorgesorgt. So, jetzt ist das nämlich auf 30%. Das ist auf 50%. Das ist noch okay. Telefon ist. Geht noch. Ah, da ist der Fernseher. 52%. Das ist auch noch okay. Gut. Geld. I need Geld. Gib mir Geld. 5? 1, 4, 5. Okay. Hier schon immer eingezogen. Das ist ein Luxus. Und wofür brauchen die Gas? Hier ist Fernseher, das verstehe ich. Strom, ja, Gas. Wenn die eine Küche hätten, würde ich es ja verstehen, aber. Was ist da los? Ja, 2.500 Dollar, Geld, keine Ahnung. Wasserzähler. Was? Schon wieder? Wasser? Wasser? Oh, Wasser ist überfüllt. Kümmere mich schon drum. Wird schon darum gekümmert. Uno Momento. Bitteschön. Jetzt haben wir auch mehr Wasser. Sehr schön. Wasser, bitteschön. Ihr habt schon Wasser. Wasser? Wasser? Dankeschön. Wasser. Perfekt. Wasser. Yeah. Okay. Gut, Stadtaufträge, aber was kann man da machen? Menschmagnet. Belegschaft von 250 haben wir noch nicht. Pro Tag 10.000 an Mieteinnahmen. Wie viele Mieteinnahmen haben wir denn schon? Schauen wir mal. Hallo.
5, okay, wir haben schon 10.000. Miete nehmen 10.000, das haben wir eigentlich. Yay, Geld. 12 mittelgroße Büros. 12 mittelgroße Büros. Anzahl Büroangestellter um 150. Noch mehr Bewohner. 100 Bewohner. Naja, aber noch nicht wirklich, glaube ich. Studio-Apartments, das machen wir eh nicht. Es sind bis zu 8 weitere Luxus-Zweizimmer-Apartments bauen. Mietenamen. Oh, für Luxus-Apartments saftige Mietenamen. Also 8 weitere Luxus-Zweizimmer-Apartment. Ja, das schaue ich mir mal an. Luxus-Zweizimmer-Apartment. Steht Platz im Freien von der Stelle. Wenn Sie wollen, dass Ihr Turm eine andere. Wenn Sie wollen, dass Ihr Turm es mit anderen trennenden Gebäuden aufnehmen kann, die in den Gebäude entstehen, dann müssen Sie einigen der Gebäude Platz im Freien geben. Machen das? Hier macht man Balkon. Oh, ja. Mittles Dachrestaurant. Okay. Dachrestaurants, die mache ich aber noch nicht, weil. Ja, ich glaube, das schaut nicht schön aus, weil ich habe noch vor, dass ich vielleicht hier noch umbaue. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eins mache, dann sind die zwar im Freien, aber über denen ist wieder eine Decke. Was ist. Weiß ich nicht, wenn die Rohre kaputt sind, dann geht das Wasser durch den Boden oder so. Keine Ahnung. Man muss immer auf den Extremfall vorbereitet sein. Also, ich würde da nicht wohnen wollen. Aber gut. So, Luxus-Apartment haben wir schon. War das das, was ich vorhin gebaut habe? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Großes Zweizimmer, ein kleines Zweizimmer-Apartment. Okay, das sind die. Wo haben wir? Habe ich die schon? Habe ich die überhaupt schon platziert einmal? Zweizimmer-Apartments? Nein, noch nicht. Ach, das sind wieder diese blöden Platzfresser. Ich hasse es. Wieso kann man nicht alles einheitlich machen? Also, es ist viel einfacher. Brauche ich überhaupt noch Büros? Weil dann brauche ich hier, weil hier habe ich irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ach, diese blöden Dinger. Ach, Mann. So, hier ziehen Leute ein. Mieten gerne obere Etagen, das finde ich schön. Geschäft, weiß ich noch immer nicht, was das Zubehör zählt. Haben sie mir noch immer nicht verraten, weil Zubehör ist für mich, ja. Oder mittelgroß, ist doch eh mittelgroß, oder? Ist es ein mittelgroßes Geschäft? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist ein mittelgroßes Geschäft. Keine Ahnung. Ein Dachrestaurant kann ich machen, wenn ich will. Und ein Gourmet-Restaurant. Der ganz feinen. Okay, schauen wir mal hier. Dann kommen wir hier. Wie sieht es eigentlich aus mit den Büros? Sind eigentlich alle happy mit der Wartung? Schauen wir mal. 720, na komm, machen wir mal. Ja, gut, du musst automatisieren, das ist nicht so schlimm. 0 Besucher. Ja gut, es ist 6 Uhr in der Früh. Wer will denn da schon aufstehen? Und ein Hochhaus besuchen. Besichtigen, weil das ja so spannend ist. Ja. Aber gut, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich muss kurz aus dem Spiel kurz tappen, denn ich muss schauen, ob ich überhaupt... Sekunde. Hätte ich vor der Aufnahme machen müssen, ich weiß. So. Gut, passt. Danke. So. Genau, dann sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis. Der tut das gerade renovieren, sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.